Heute werden Modelle bevorzugt. Die Fakten kommen ein bisschen zu kurz. Und dieses Thema hier ist entstanden aus einer Zusammenarbeit mit meinem lieben Kollegen Herrn Weiß und Herr Hempelmann macht auch mit. Wir haben schon eine Veröffentlichung gemacht und das wird hoffentlich die nächste sein. Wir sind dabei, das auch einzureichen. Ja, zunächst mal, was wissen wir denn überhaupt über Klimaänderung? Und ich bin nur mal hier vier Beispiele. Das ist vielleicht ganz interessant. Wir haben hier 8000 Jahre Grönland-Temperaturen aus Eisbergkern. Und wir sehen, das geht seit 8000 Jahren runter mit den Temperaturen, und zwar um 2,5 Grad. Das heißt, vor 6000 Jahren war es in Grönland 2,5 Grad wärmer. Ja, Knut hat damals gut überlebt. Und diese Warmzeit hat keineswegs dazu geführt, dass es einen Eiskollaps gab in dieser Zeit. Das nur als eine Information. Damit will ich sagen, schon geringe Kenntnisse über die Klimavergangenheit lassen einem manchmal Gedanken aufkommen, die nicht so ganz mit der offiziellen Linie des IPCC übereinstimmen. Hier als nächstes Schwimmer in der Wüste. Viele von Ihnen haben sicher den englischen Patienten gesehen. Hier hatten wir also um etwa 10.000 bis 6.000 Jahre vor heute ganz sehr feuchtes Klima mit Seen. Hier die kleine Eisschicht, Ice Age, ist Ihnen allen bekannt, Ende des 17. Jahrhunderts, und hier heute. Also es hat sich einiges getan. Nun wissen wir vielleicht noch ein bisschen mehr über Klima. Das ist ja nun, wir haben jetzt eben erfahren, es ändert sich, nicht? Nun ja, wir wissen schon mehr. Klima ist wie Wetter chaotisch, also es hat eine starke chaotische Komponente, unberechenbar. Aber es ist auch zyklisch. Nur ist das mit den Zyklen im Klima ein bisschen schwierig. Die sind nicht so leicht auffindbar wie die Zyklen beim Wetter. Beim Wetter haben wir die Jahreszeiten. Das sind ja Zyklen. Jedes Jahr ein Zyklus, der regelmäßig abläuft. Bei Klima ist das nicht so einfach. Sie sind schwer auffindbar und man muss schon sorgfältig analysieren und qualitativ gute Klimadaten haben. Ja, über die Ursachen von Klimaänderung und Zyklen weiß man immer noch so gut wie gar nichts, sehr wenig. Und schließlich jetzt hier, was der Edgar vorhin gesagt hat, das war sehr gut, diese Bemerkung, Temperaturen sind nicht alles, aber Klimazyklen findet man vorwiegend in Temperaturreihen, aber auch in Statistiken über zum Beispiel Dürren, über Überschwemmungen und so weiter. Wir betrachten im Folgenden daher natürlich jetzt erstmal nur Temperaturreihen. Die Zeit wird zu kurz für andere Dinge. Ja, Thermometer der Vergangenheitstemperaturen, wie macht man das überhaupt? Ganz kurz, Eisbergkerne bis zu 3 Kilometer lang in der Antarktis, so weit wird gebohrt, geht entsprechend zeitlich so weit zurück. Stalagmiten haben wir hier, dann haben wir hier Baumringe. Ich sehe, das ist nicht so schön, das Bild. Man sieht also leider nicht so allzu viel. Baumring ist ja ganz klar, das ist sehr anschaulich. Dicke Ringe, warm, feucht. Dünne, kalt, trocken. Und die Chronologie, die Jahreszeiten sind ja direkt ablesbar. Und schließlich haben wir Formiferen, das sind also Einzeller, marine Einzeller. Da kann man aus den Schalen analysieren, das Verhältnis von O18 zu O16, Isotopen und zu Deuterium und Wasserstoff. Ja. Nun kommen wir zu den ersten Zyklen, die unmittelbar ins Auge fallen. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist der Vostok-Eisbohrkern, geht 400.000 Jahre zurück. Und Sie sehen, wenn das kein Zyklus ist, dann weiß ich nicht, was ein Zyklus ist. Hier ist unsere Zeit, das sind die letzten 10.000 Jahre etwa 2 Grad nur noch Änderung gegenüber 11 Grad in Antarktistemperaturen. Also auf der Erde selber war das ein bisschen anders, zum Äquator zu war das gemilderter. Ja, ganz kurz nur hierzu zu sagen, über 90% hatten wir Kaltzeit, war immer kälter als heute, nur ganz kurze Spitzen hier, hier war es tropisch. Dann ist ja auch sicherlich sichtbar, der Zyklus zeigt, es wird wieder kälter werden. Also Sie können aber beruhigt sein, das wird noch vielleicht 1000, 2000, 3000 oder was weiß ich, 10.000 Jahre dauern, aber es wird kälter werden. Und wie? Was bedeutet das hier? Das bedeutet, dass ab hier ungefähr werden Länder wie Kanada, Schweden, Norwegen, Sibirien völlig unbewohnbar. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist die wirkliche Bedrohung.
Gut, aber Zyklen, darauf will ich ja nicht hinaus. Milankovic-Zyklen war der erste Forscher, der darüber publiziert hat. Drei Zyklen, Exzentrik der Erde, Umlaufbahn, Neigung der Achse, Taumeln der Achse und so weiter. Ganz kurz dazu nur eine Bemerkung. Es passt so ein bisschen, aber nicht ganz. Also es gibt bis heute keine schlüssige Theorie, die das in ein gutes Modell hineinbringt. Als nächstes die ungefähr 1400-Jahr-Zyklen über die letzten 10.000 Jahre. Das ist ein Bild aus der Veröffentlichung von unserem bekannten Freund Rahmstorf von der Alarmistenfraktion. Aber immerhin hat er schöne Arbeit gemacht. Und man sieht ja sehr schön die sogenannten Dansgaard-Oeschger-Ereignisse. Das sind ganz starke Temperaturschwankungen, die zyklisch auftreten. Übrigens ausführliche Diskussion dieses 1400-Jahres-Zyklus bei Fred Singer in seinem Buch Unstoppable Global Warming. Ja, schauen wir uns mal die letzten 2000 Jahre an. Nun, das ist hier die graue Kurve, ist ein Stack von über 90 Einzelreihen über den gesamten Nordhemisphäre von Christian Lundquist, also sehr modern, erst ein paar Jahre alt. Hier ist die Glättung rot und blau ist die englische, mittelenglische CET-Reihe, also Central England Temperatures, die längste Thermometerreihe überhaupt. Und auf der rechten Seite haben wir hier so einen Ausschnitt von der CET, auch geglättet. Ne? Ja, Zyklen, sieht man eigentlich nicht. Kaum erkennbar, aber vielleicht als Nebeneffekt will ich nicht verschweigen. Man sieht, wenn Sie hier sind, die gleichen Temperaturgrenzen, es ist nichts passiert hier in der jüngsten Zeit. Sie sehen hier sogar die jüngste Abkühlung in dieser Glättung. Und hier sehen Sie, dass wir etwa hier so bei der mittelalterlichen Wärmeperiode liegen. Also wenn immer gesagt wird, neuerdings alles unvorhergesehen, also noch nie da gewesen, das ist falsch. Es ist schon da gewesen und früher war es ja noch wärmer, also im 4000 Jahre, 6000 Jahre, die Holozän Maxima, das römische Wärmeoptimum war noch höher. Ja, nun, das ändert sich aber, dieses Bild, keine Zyklen, das war unsere Entdeckung, kam übrigens daher, weil es ja immer gesagt wird, ja, Temperaturen, spricht sie allmählich rum, dass das nichts Besonderes ist mit den Temperaturen jüngster Zeit, aber die Anstiege, die sind ja unglaublich schnell. Habe ich gedacht, na gut, gucke ich mir das mal an mit den Anstiegen, ich muss ein bisschen programmieren, haben sie ein bisschen Mühe, aber macht nichts. Das ist, hier muss man jetzt ein bisschen eine Minute mal drüber reden. Was hier aufgetragen ist, ist dieser 100 Jahre, über 100 Jahre rückwärts der Temperaturanstieg oder Abfall mit linearer Regression. Also nochmals, nehmen wir mal an den Wert hier bei Christus Geburt. Dieser Wert minus 2 bedeutet, vom Jahr minus 100 bis zum Jahr 0 ist die Temperatur gemäß linearer Regression um 2 Grad gefallen. Und wenn Sie das für 1900 Punkte machen, die ersten 100 fallen ja weg, nicht, weil sie rückwärts gehen, kriegen Sie so eine Kurve. Das ist nichts anderes, zeigt die Temperaturänderung über 100 Jahre an. Und das habe ich mal gemacht für insgesamt drei Kurven. Einmal die Christian Lundquist, die ich Ihnen schon gezeigt habe, dann eine Baumringreihe von Bünken, 10.000 Baumringe wurden da analysiert und schließlich eine Baumringreihe von Cook in der Südhemisphäre. Ja, Cook geht ein bisschen weiter zurück, ist ja egal, also ich habe mir nur bis minus 500 hier. Und was da rauskommt, sind Zyklen. Sie sehen also ganz deutliche Zyklen. Hochinteressant, wenn Sie das mit nicht nur mit 100 Jahren machen, 35, 50 oder 150 Jahren kommt es gleich heraus. Es sind die gleichen Zyklen. Wieder ein kleines Nebenbei, auch hier in den Delta-T-Reihen sehen Sie nichts Besonderes hier in der jüngsten Zeit gegenüber der Vergangenheit. Also auch diese Behauptung, hier würde etwas Besonderes vorgefallen sein, stimmt einfach nicht. Die Messungen zeigen das nicht. So, ja, was sind das jetzt für Zyklen? Ja gut, schauen wir mal an. Die Spektren, also nicht jeder von Ihnen wird sich mit Fourier-Analyse auskennen, ich will das deswegen auch nicht besonders erklären, aber man sieht diese Peaks hier, in jedem dieser Spektren, hier haben wir wieder aber etwas Neues. Links oben, das sind die drei Bünken, Christiansen, Lundquist, Cook, das kennen Sie schon. Überall so um 100, 200 Jahre rum ist ein Maximum und das ist eine Sonnenreihe, Isotope Beryllium 10, Kohlenstoff 14,
auch sehr jung, vielleicht 3, 4 Jahre alt, von Steinhilfer Bär. Auch hier der Zyklus wieder an gleicher Stelle. Also wir haben überall an der gleichen Stelle mit den stärksten Zyklus. Die hier, diese Reihen, das sind Signifikanzreihen, das liegt also alles über 99%, ja, bis auf hier bei Cook, das ist nicht so stark, liegt nur 95%. Dieser Zyklus ist bekannt, der 200-Jahres-Zyklus, der ist nach de Vries, Süß, benannt, den ersten Entdecker. Nun ist dieser Zyklus so stark, und wenn ich nochmal zurückgehe, hier so ausgeprägt, dass man sich natürlich fragt, ja, verflixt nochmal, kann man das vielleicht mit einem einzigen Sinus wiedergeben? Tja, und überraschenderweise kann man das. Also das ist wirklich war die größte Überraschung. Hier bei Steinhilfer Bär ist es ja nur ganz toll. Das ist ja fast, es liegt ja fast auf dem, auf der ursprünglichen, also das sind hier wieder die Delta-T-Werte, also die Steigungswerte, nicht? Und das sind auch keine Temperaturen, sondern sind Produktionsrat dieser Isotope. Ne? Aber hier bei den, jetzt sind es hier Temperaturdifferenzen und auch hier Bündgenreihe, Korrelationskoeffizient von 0,5, Christian Lundquist 0,6, Cook ist ein bisschen schlechter, 0,4. Sie sehen also, perfekt ist es natürlich nicht. Sie haben überall mal so Stellen, wo es nicht so besonders gut stimmt. Aber immerhin, das ist sehr überraschend, wie gut das funktioniert, ist bis jetzt eigentlich nicht bekannt. Ja, die gleichen Ergebnisse haben, man könnte ja sagen, jetzt haben sie 100 Jahre genommen, dann nimmt auch mal 50 Jahre oder 150 Jahre, kommt das Gleiche raus, bloß der Korrelationskoeffizient ändert sich. Also hier bei 150 Jahren ist bei Christian Lundquist sogar noch besser, 0,6 oder Stellennamen kommen noch besser und hier bei 50 Jahren ist ein bisschen schlechter. Also man kann sagen, die Übereinstimmung ist recht präzise, deswegen der Vortragstitel, präzise, natürlich nicht im Sinne eines Uhrwerks. Bei Klima ist es immer so ein bisschen, da können ein paar Jahrzehnte spielen keine Rolle. Aber hier kann man schon sagen, das ist eine präzise Einhaltung. Vielleicht noch eine Bemerkung, eine technische Bemerkung, ganz kurz. Könnte ja auch Zufall sein, das Ganze. Ist es aber nicht, wir haben es in Monte Carlo Simulation überprüft, kann ich vielleicht eine Diskussion darauf eingehen, wenn jemand will, wie das gemacht wird, würde ich jetzt hier nicht darauf eingehen. Also es ist kein Zufall. Mehr als 99,9% Signifikanz ist das nicht zufällig, was hier rauskommt. So, und jetzt kann man natürlich sehen, ja, wie ist denn das die letzte Zeit, die letzten Jahre? Dann nimmt man diese Zyklen, die man hier hat, und schaut sich nochmal die Temperatur rein selber an und optimiert sie, dass man die beste Übereinstimmung hat. Und da findet man eigentlich sehr schön, dass die alle im gleichen Takt sind. Das sind jetzt wieder Temperaturen. Und natürlich Steinhilfer, das sind die Isotopenhäufigkeiten. Und hier sehen Sie sehr schön, dass diese Kurve ziemlich genau damit übereinstimmt, was wir wirklich erleben, nämlich ein Maximum im Jahre 2000, ein Minimum etwa bei Jahre 1900. Stimmt alles, das sind genau die Messungen. Und hier, es geht bis 2100 wieder runter, also ich muss mich entschuldigen, keine gute Vorhersage, es wird kälter wieder werden. Wir erleben es ja jetzt schon seit etwa 17, 18 Jahren. Hinzu kommt noch die AMO, also die Atlantische Meridiane Dekadale Oszillation, die hier auch an dem Teil mithilft. Herr Weiß wird Ihnen das gleich im nächsten Vortrag noch erzählen. Und was das Schlimmste ist, in Anführungsstrichen, alle Studien über die Sonnenphysik, das Sonnenverhalten der letzten Jahre und Jahrzehnte bestätigen das. Also auch die Sonne schwächelt schon seit langem und man erwartet, dass das hier so weitergeht. Ja, und was schließen wir daraus? Zusammenfassung und Fazit. Ich hoffe, ich habe nicht überzogen. Die sehr ähnlichen Frequenzen und Phasen von Sonne- und Klimazyklen von ungefähr 200 Jahren erhärten die Hypothese von der Sonne als Ursache. Also die Sonne ist der Fundamentalmode. Die treibt das wahrscheinlich an, zumindest für die letzten 2000 Jahre. Man findet auch vorher was, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Was neu ist, diese 200-Jahr-Zyklen sind in Delta-T-Reihen, also in Temperaturdifferenzreihen laut linearer Regression wesentlich besser erkennbar als in geglätteten Reihen, T-Reihen. Also wir haben alle möglichen Arten von Glättung versucht.
Natürlich, wenn Sie unendlich glättende Gerade kriegen, haben Sie natürlich Korrelation 1, aber man glättet also, indem man gleitendes Mittel nimmt oder Polynominterpolation, also Savitzky-Golay zum Beispiel macht alles Mögliche. Geht alles nicht so gut wie hier diese Delta T rein. Und nebenbei, so als Nebeneffekt will ich nicht ganz verschweigen, die T-Reihen und die Delta-T-Reihen zeigen seit Beginn der Industrialisierung, seit 1850, keine Besonderheiten im Klimabereich. Also für Alarmismus ist eigentlich kein Platz. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.